32:31 schlägt der HC Erlangen die MT Melsungen vor 3.358 Zuschauern in der Arena Nürnberger Versicherung. Ich begrüße bei mir ganz herzlich den Gästetrainer der MT Melsungen, Roberto Garcia Parondo, und Trainer und Sportdirektor des HC Erlangen, Raul Alonso. Das erste Wort hat bei uns natürlich auch heute der Gästetrainer. Senor Parondo, how did you see the game? Good night to everyone. First of all, I want to congratulate Erlangen and Raul for the victory. It was a tough match for both, and at the end, so they got the 2 points. So I have to congratulate them for this victory. We knew that to win here it will be very difficult. We started very good the match, but we missed in the first half the first 4 or 5 shots from 6 meters from clear situation, and that made that we were losing by 1 or 2 goals every time. If we should be like more intelligent in those moments, and we score these easy situations, this is what we have to improve, the easy situations score goal. So I think the match should be a little bit different, because it's very hard to be playing also in our situations with a few players to be always like losing 1-2. The second half was very good for us, but the same. We are getting tired because we cannot make changes, and at the end, in the important moments, so our players are not so fresh as they should be, and that's been our problem in the last 3 or 4 matches. Gracias, thank you very much. Raul, dein Fazit zum Sieg? Guten Abend zusammen, Roberto. Muchas gracias. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ich muss natürlich auch Melsungen für einen harten Kampf auch gratulieren. Ich glaube, dass wir heute hier in Nürnberg ein tolles Spiel geboten haben von beiden Seiten. Wir wussten, dass wir eine ganz extreme und harte Aufgabe nach dem Highlight in Hamburg hier hatten gegen die MT, eine Mannschaft, die höchste Qualität auch hat, unglaubliche individuelle Stärke, und ich bin auch zufrieden, wie wir das Spiel begonnen haben. Wir haben sicherlich auch die super Hilfe von Clement Verlin heute, worüber ich wirklich sehr, sehr sehr froh bin. Der arbeitet wirklich extrem hart wie alle anderen und konnte sich heute auf jeden Fall super präsentieren, nicht nur in der Anfangsphase, sondern auch in der Crunch-Time des Spiels. Gibt uns natürlich auch mal die Sicherheit. Ich glaube, dass wir hatten den Matchplan so angelegt, dass wir früh attackieren wollten. Das haben wir aber in der zweiten Halbzeit ein bisschen defensiver gelöst. Wir wussten, dass Melsungen auch müde sein würde, hatten dann auch unsere bessere Seite für die einen Auswechslung, und letztendlich waren wir eigentlich schon weg. Anfang der zweiten Halbzeit auch moralisch, ja, und dann muss ich einfach mal dieser Mannschaft ein Riesenkompliment machen, weil das ist genau, wovon wir die letzten Wochen auch sprechen, dass wir in diesen Momenten einfach nicht loslassen, sondern dass wir mal dranbleiben, und dann haben wir eine Schlussphase ab der 40. Minute mit, ja, auch da Toni Metzner fast perfekt gespielt. Freue ich mich natürlich auch sehr. Aber letztendlich geht es um die gesamte Mannschaft, die auch gewusst hat, wie wichtig dieses Spiel war. Freue mich ungemein für unsere Fans und unseren Supporters und Unterstützern, dass einfach mal wir diese Leistung zeigen konnten und wir uns natürlich auch mal mit 2 Punkten belohnen konnten. Und dementsprechend sind wir natürlich auch sehr glücklich darüber, müssen uns aber auch ab sofort mit Lengro auseinandersetzen, denn in 48 Stunden geht es weiter. Vielen Dank, und nochmal vielen Dank an unsere Fans für eine unglaubliche Stimmung heute hier in Nürnberg. Vielen Dank, lieber Raul. Jetzt natürlich die Möglichkeit für die Medienvertreter, Fragen zu stellen. Nein, dann stelle ich nochmal 2. Lieber Raul, wir haben im Vorfeld viel darüber gesprochen, über den Fokus nach so einem großen Spiel, nach so viel Aufregung, größter Moment in der Vereinsgeschichte mit dem Pokal-Halbfinale. Der Mannschaft ist es heute gelungen, den Fokus wieder zurück auf die Bundesliga zu bringen, rechtzeitig, oder? Das hat man eindrucksvoll gesehen. Ja, definitiv. Darüber bin ich extrem happy. Es ist nicht leicht. Mannschaften, die noch nicht in diesem gewohnten Rhythmus sind, können solche Eindrücke einfach nicht so leicht verarbeiten wie die Teams, die natürlich auch die mehrfache Belastung haben, die aber auch
mental wissen, wie so eine Woche aussieht. Siehe Magdeburg, ja, die einen Tag später dann im nächsten Wettbewerb sind, die kennen sich da aus. Wir noch nicht so in der Form und dementsprechend bin ich super zufrieden, wie die Mannschaft heute hier aufgetreten ist und nicht nur heute, sondern auch die ganze Vorbereitung auf dieses Spiel. Und ich glaube, dass die Erfahrung in Hamburg uns extrem nach vorne gebracht hat. Europapokal-Feeling auch beim HC Erlangen. In zwei Tagen geht es schon wieder weiter in Lemgo. Kannst du einen kleinen Ausblick geben heute mit dieser Energieleistung? Wie viel ist da noch im Tank dann gegen TBV Lemgo übermorgen? Wie viel genau wissen wir natürlich erst am Spieltag. Letztendlich müssen wir so schnell wie möglich regenerieren. Wir sind morgen ab 8 Uhr, sitzen alle im Bus auf dem Weg nach Lemgo, versuchen morgen Abend noch ein leichtes Abschlusstraining zu machen und werden dann einen Tag später dann antreten. Wir wissen, dass Lemgo eine Mannschaft ist, die auch beim Pokalwochenende gezeigt hat, wie gut sie sein kann und haben in den letzten Wochen vielleicht nicht die glücklichsten Ergebnisse gehabt, auch zu Hause, und ich bin sicher, dass das Flo diese Mannschaft sehr heiß einstellen wird. Also es wird ein harter Kampf in Lemgo. Wir können natürlich selbstbewusst auch auftreten, weil wir auch heute eine Superleistung gezeigt haben. Aber wir wissen, dass wir einiges tun müssen, um im Lemgo auch zu bestehen. Vielen Dank. 32-31 gewinnt der HC Erlangen gegen die MT Melsungen. Weiter geht's hier in der Arena Nürnberger Versicherung am kommenden Samstag, 7. Mai. Da ist der Tabellenführer dann zu Gast zur großen Black Night.